Tag auch, da bin ich wieder, Bigger Nox Barbecue. Leute, heute gibt es endlich mal wieder einen Nachtisch vom Grill. Und zwar einen richtig leckeren, aber wie ihr von mir kennt, total easy. Ich gehe sogar fast unter den Bäcker, aber auch nur, weil das so einfach ist. Und Jungs, so kleiner Tipp, mit dem Nachtisch, da bekommt auch die Mädels rum. Also, dranbleiben, wenn ihr Bock habt. Ja Leute, Nachtisch vom Grill. Und zwar machen wir heute, ich nenne es mal, einen Früchte-Crumble. Obwohl, heute machen wir einen Erdbeer-Crumble, weil wir hatten noch eingefrorene Erdbeeren. Jetzt zu der Jahreszeit ist es ja schwierig, Erdbeeren zu bekommen. Aber wie gesagt, die waren noch eingefroren. Das könnt ihr aber auch mit allem anderen Obst machen. Was weiß ich, Pfirsiche, Äpfel, Aprikosen, worauf ihr Bock habt. Und das Lustige heute ist, Steffi ist gar nicht da. Und ich dachte mir, ich überrasche die mal heute so ein bisschen damit. Denn ich und Nachtisch und Backen, wisst ihr, wir sind nicht so die besten Freunde. Aber Leute, das Rezept, das stammt von Steffi. Und die hat das letztens eigentlich so aus der Not rausgeboren. Weil wir mussten irgendwie Früchte wegkriegen, mussten was für auch ein Catering machen. Und dann hat sie gesagt, ey, wir machen einen Erdbeer-Crumble mit Marshmallows. Und Leute, dann hat die das da einmal in der Küche getestet und wir haben es hier auf den Grill geballert. Ich muss euch sagen, einer der leckersten Nachtische, die ich je gegessen habe. Noch mit Eis ein bisschen dran. Und was ich so geil finde ist, das ist so total easy. Denn das kann auch ich. Das ist nämlich wirklich easy. Wir brauchen wieder, und ihr kennt das von meinem Kanal, kaum Zutaten. Wir haben hier 500 Gramm Zucker. Ich schreibe da unten alles in die Beschreibung. 500 Gramm Mehl. So, kann man sich schon mal einfach merken. Dann die Hälfte an Butter, also 250 Gramm. Haben wir auch hier. Daraus machen wir uns nämlich die Crumbles. Einfach hier mit den Händen gleich kneten, bis wir so, ja, so eine Masse haben. So, dann haben wir hier circa ein Kilo Erdbeeren, circa ein Kilo andere Früchte, Obst, was auch immer ihr nehmen wollt. Also vollkommen egal, macht einfach das, was euch schmeckt. Und natürlich Marshmallows. Und wir haben jetzt hier diese Mini-Marshmallows. Die kriegst du mittlerweile auch überall. Die finde ich irgendwie cooler. Die kannst du schön so dazwischen streuen. Sieht gut aus und ist richtig lecker. Und als kleines Topping, und das fand ich, hat dem Ganzen noch so ein bisschen Pfiff gegeben, habe ich hier von Don Marcos, das Sugar and Spice. So gerade für süße Geschichten ist das Ding wirklich gut. Hat so ein leichtes Rum-Aroma, ist aber auch ein bisschen würzig, süß. Sehr, sehr geiles Gewürz, gerade so für Nachtische, astrein. Ja, und Leute, mega easy. Ich bin gespannt, ob die Steffi-Überraschung klappt. Und, boah, das ist heute aber auch warm, ne? Aber ich glaube, der Nachtisch dann mit dem Eis dabei hinterher, kommt dann richtig, richtig gut. Also Leute, genug gelabert, rankommen. Beziehungsweise jetzt muss ich ja die Kamera machen. Ich stelle die also mal jetzt näher ran und dann kneten wir mal hier ein bisschen. Ja Leute, das war's schon mit dem Kneten. Jetzt können wir den Grill mal so vorheizen. Ich sag mal so irgendwas zwischen 160 und 200 Grad. Und wie lange das dann da gleich indirekt rein muss, ich mach dann einfach hier so ein paar Aluschälchen. Ja, mal so gefühlt 15, 20 Minuten. Ihr müsst halt gucken, wenn es eine schöne Bräunung kriegt. Dann ist es fertig. Also, lasst uns jetzt hier ein bisschen schichten und dann ab in den Grill damit. We grew, and then
So, und exakt 25 Minuten später ist das jetzt auch fertig. Ich muss dazu sagen, ich habe am Ende nochmal die beiden äußeren Brenner so für 2-3 Minuten auf volle Pulle gehauen. Einfach nochmal um den Marshmallows so den gewissen Dunkeltouch zu geben, weil der Rest, der sah schon ziemlich fertig aus. Aber wirklich nur die letzten 2 Minuten, das sah super aus. Und jetzt wollte ich eigentlich Steffi überraschen und was ist? Jetzt steht sie da. Da kam sie ein bisschen zu früh, aber sie sieht ja wenigstens das Ergebnis. Und Schatze, was sagst du? Wie sieht das aus? Gut, ist heiß wahrscheinlich. Ja, geht schon. Wer heiß packen kann, kann auch heiß lieben. Ja, also, ja, Steffi, guck dir mal genauer an und ihr auch. Kommt mal ran. Ja, Leute, mega, oder? Das zieht sie so richtig schön aus. Das riecht nach den süßen Marshmallows, nach Erdbeeren, nach diesem Crumble. Und hier hört ihr vielleicht auch, das ist also wirklich schön so jetzt oben so angecrunched. Also richtig geil. Was sagst du dazu? Habe ich mal so eben ohne dich gebacken. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich sehe es in ihren Augen. Ich habe euch da am Anfang was gesagt, ne? Mit den Dates und mit den Mädels. Wunst. Also, aber erstmal muss probiert werden. Also, jetzt probieren wir auch mal. Boah. Heiß. Aber schweinlecker. Da geht es über der Brunnen an. Da geht es über der Brunnen an. Was sagst du? Habe ich das gut nachgemacht? Ich habe allen gesagt, dass es dein Rezept ist. Hä? Ja. Schmeckt wie meiner. Ich finde, der schmeckt aber noch ein bisschen besser. Mhm. Was? Du musst mich auch ausreden lassen. Ja, aber? Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Na, siehst du? Vielleicht mit Liebe gemacht. Genau so sieht er nämlich aus, Leute. Seht ihr? Ey, und wirklich so mega easy. Ne? Also, das könnt ihr auch vorbereiten morgens oder mittags. Und abends, wenn er Gäste bekommt, so zum Abschluss nochmal in den Grill rein. 20 Minuten warten, 25 Minuten ist das Ding fertig. Also wie es geht, das ist ein mega Grillnachtisch. Ast rein, einfach, schnell, besser geht nicht. Wir bringen uns das jetzt rein und dann gehen wir rein. Da ist nämlich Klima, da ist nämlich warm. Das ist richtig. Boah, haben wir noch eine Kugel Eis dazu? Oh yeah. Also. War echt gut. Tschüss, Küss. Hast du auch gesagt, dass man das in so kleine Förmchen machen könnte? Nee, also ihr könntet natürlich auch in so kleine Förmchen machen. Oder wie auch immer, so hat Steffi das immer gemacht. Also ihr könnt auch so in so kleine Förmchen machen, dann direkt für die Leute, dass alle ihr eigenes Förmchen haben. Weil aber das Ding ist, wenn du Gäste hast, also kommt drauf an, was für Gäste du hast. Ne? Wenn du mit deinen Kumpels oder was weiß ich, Schwester, Bruder, irgendwas, Kindern, tut's die. Ja, auf jeden Fall. So. Wenn du die Schwiegermutter da ist. Die Schwiegermutti, dann soll ich ihr ein kleines Förmchen machen. Alles klar, dann mach ich. Sieht okay, Leute. Tschüss, Chris. Dann Ausschlag. Das ist Barbecue. Heute gibt es mal wieder ein. Ich starte nochmal neu. Boah, dann nehme ich mal jetzt. Also, das ist aber auch lecker, ne? Boah. Hast du auch gesagt, dass man das mit allen anderen Früchten auch machen kann? Mhm. Okay. Dann habe ich echt nichts zu sagen. Ne? Aber ich habe heute mal wieder gemerkt, wenn du nie da bist, wie scheiße das ist, mit der Kamera die selber hinzustellen und da und nach oben und nach unten und so weiter. Muss ich nur sagen. Also bist du doch froh, dass du mich hast? Manchmal ja, wenn du filmst. Arschloch. Nee, da hat er sich echt so den kleinsten genommen, den er gefunden hat. Warte. Oh, du wirst es lieben. Hast du schon mal probiert? Nein. Ich hier, nimm mal deinen Löffel da zum Abstreichen. Boah, schmeckt das geil.
Sehr gut. Alter. Boah. Ja. So, wir müssen eine Schüssel für den Nachbarn. Ich glaube, die freuen sich. Würde ich auch sagen. Und haben sie sich verdient. Das stimmt.